Hallo und herzlich willkommen im Studio Windtor. Ich bin die Luzi und gemeinsam spielen wir heute das Indie-Game The Flood. Und es handelt sich hierbei um eine Kurzgeschichte von Andrei Angelovich. Verwende WSAD zum Spielen und die Musik ist von Flow of Things von Joseph Zariski. Und ihr seht, ich habe hier mein Mäuschen. Es handelt sich hierbei um ein Indie-Spiel, das hat durch Zufall der Kumpel entdeckt. Das ist kostenlos spielbar auf Steam. Und ihr seht, wir sind unten rechts dieses kleine Boot. Das steuere ich mit WASD. Und mal sehen, wo es uns hinführt auf unserer kleinen Reise. Also, okay, Hindernisse muss ich umfahren. Es nützt alles nichts. Aber es hat was extrem Entschleunigendes. Also ich kann euch nicht sagen, was hier passiert oder nicht passiert. Auf jeden Fall ist die Musik schon sehr passend dafür. So, jetzt düsen wir mal los. Okay. Ach, ist das nett. Wenn man bedenkt, dass heute immer alles hektisch und dynamisch ist und die Leute keine Zeit haben und müssen noch die eine U-Bahn kriegen, mach langsam. Oh. So viel zum Thema Entschleunigen. Ich war wohl zu schnell. Naja. Okay, wir machen langsam. Nochmal zum Thema ich muss diese eine U-Bahn noch kriegen, obwohl die nächste in 5 Minuten fährt. Also wir haben echt, wenn man das so beobachtet, alle keine Zeit mehr. Ja, auch beim Autofahren, alle sind irgendwie ständig unter Druck und unter Stress und ach, das ist irgendwie auch alles teilweise so. Die Leute sind so aggressiv, auch im Umgang miteinander. Geht das mach langsam wieder weg? Sieht nicht so aus. Mal sehen. Ah doch. Und es ist eigentlich einfach so schade, ja. Und das hier ist gerade so voll entschleunigend. Das passt so richtig gut an einem Sonntagnachmittag. Kann ich da durch? Nee, es geht nicht weiter, habe ich, oder? Aber das glaube ich... Na, wir fahren mal lieber wieder zurück. Das ist gar nicht so einfach, wenn man kein Bootfahren gelernt hat. Brumm, brumm, brumm. Seht ihr mal hinten, mein Motor blubbert. Ich trage heute eine blaue Hose und ein gelbes Short. Hoffentlich kriege ich keinen Sonnenbrand, so blass wie ich bin. So, dann fahren wir mal weiter. Jetzt ist ja das Mach langsam mittlerweile auch wieder weg. Ach Gott, ist das süß. Oh, so schön entspannt. Ich mache eigentlich nur mit meinen Fingern irgendwas. Du verpasst eventuell mehr als nur die Landschaft, wenn du zu schnell fährst. Okay, ich mache jetzt schon langsamer. Mal sehen, was uns noch begegnet, wenn wir zu schnell sind. Machen wir jetzt noch mal ein bisschen langsamer. So, ich mache jetzt ganz gemütlich mit meinem Finger. Drücke ich ganz gemütlich W. Und die Musik ist auch schon irgendwie sehr entspannt, ne? Da, da. Ja, weil ich wollte heute eigentlich was anderes aufnehmen, aber irgendwie hatte ich auch so ein bisschen Durchhänger. Und dann kam der Kumpel um die Ecke und sagt, Luzi, ich habe hier was für dich, guck dir das mal an. Und bis jetzt ist es ganz süß, aber ich merke selber, ich bin eigentlich viel zu ungeduldig. Und man muss das echt lernen, auch mal ein bisschen langsamer die Sachen anzugehen. Das merkt man ja auch häufig auch in den Spielen, ja. Wir haben ja gestern Path of Exile gestreamt, der Kumpel und ich. Und teilweise die Monster, die kommen so schnell angeflogen, du musst sofort reagieren, ja. Vielleicht sogar den Sinn für das Wohin. Okay. Naja, auf jeden Fall, haben wir Path of Exile gestreamt und du hattest noch nicht mal Zeit, eigentlich in deinem Inventar in Ruhe aufzuräumen, weil schon die nächsten Monster eigentlich kamen. Also teilweise, da wird schon irgendwie so ein bisschen auch Stress aufgebaut. Das mag ja alles mit Absicht sein und so, aber wenn du so gar nicht die Chance hast, mal in Ruhe zu gucken, ohne dass du befürchten musst, dass schon wieder was um die Ecke kommt, das kann auch anstrengend sein. So, mal sehen. Das ist eine Tür. Kommt da jemand raus? Darf ich da aussteigen vielleicht? Das wäre ja cool, ne? Wenn ich aussteigen könnte. Mal gucken, ich fahre mal an den Strand. Vielleicht kann ich aussteigen. Nee. Nee, und warum? Ja, aber... Ich dachte, es wäre hier irgendwas mit der gelben Tür, aber ist es nicht.
Dann drehen wir uns mal wieder um. Im Sauseschritt, wie ihr seht. Und dann fahren wir mal durch den Tunnel. So. Chop, 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 chop. Ach, was ist das süß. 5 Minuten Entspannung mit Luzi oder so. Keine Ahnung. Huch. Eieiei. Ihr seht, ich sollte nicht Boot fahren lernen. So, und jetzt? Wo fahre ich jetzt hin? Geht's noch weiter? Oh. Oh, ich komme unten aus dem Tunnel raus, seht ihr? Rechts. Das ist ja witzig. Und die Musik irgendwie auch. Ist auch total cool. Da bin ich wieder. Guten Tag. So, dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Da ist auch wieder eine Treppe, aber ich kann ja nicht aussteigen. Also, alles fließt unentwegt vorwärts. Das stimmt. Und wenn einer sagt, wenn auch mir noch mal einer erzählt, die Zeit vor Weihnachten, die Adventszeit sei zur Entschleunigung, ich habe das Gefühl, dass die Leute dann noch mehr gestresst sind. Von daher, gefühlt ist das ganze Jahr nicht mehr entschleunigt. Man hat das Gefühl, überhaupt gar keine Ruhephasen zu haben, weil alles total hektisch ist. Ich merke das auch bei uns auf Arbeit. Wir haben hier eine Kantine, ganz wie es gefällt. Und selbst wenn man glaubt, es ist eine Ferienzeit oder so, es ist immer voll. Also irgendwie ist es immer, man hat gar nicht mehr das Gefühl, noch irgendwie mal eine, ja, dieses typische Sommerloch oder so zu haben. Das gibt es irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch da geht oder auch in der Schule. Gut, ihr habt die Ferien, ihr habt dann nochmal so eine bewusste Entschleunigung. Aber wenn man erstmal arbeiten geht, hat man und nicht unbedingt Kinder hat oder so, wenn man sich nach den Ferientermin richten kann. Man ist unglaublich viel extern determiniert, also durch äußere Einflüsse. Du kannst den Lauf des Flusses nicht beeinflussen. Hatte ich nicht vor. Ich wollte jetzt aber auch nicht in dieser Baumkrone hängen. So. Aha, da ist eine Baustelle. Aber so auch gefühlt, jetzt auch wenn ich mal so zurückblicke, jetzt wie lange Kumpel und ich jetzt zusammen sind und was in dieser Zeit eigentlich alles passiert ist und so und immer so Holter die Polter, ja, und man hat echt so das Gefühl, als würde man ständig so sein Hamsterrad neu antreiben. Deswegen ist das hier jetzt echt gerade eine gute Geduldsübung für mich, muss ich echt sagen. Aber doch immer deine eigene Richtung. Das stimmt. Es ist meine Entscheidung, wie sehr ich den Fluss, die Spur in Anspruch nehme oder nicht. Mag jemand was abladen? Unter hier. So. Nee. Na gut. Dann machen wir mal weiter. So. Ich hoffe, das ist nicht mein Haus. Es sieht nicht so sehr stabil aus. So. Ah, jetzt kollidiere ich mit dem Stück Holz. Und wir fahren wieder in den Tunnel. Ah, ich muss mich erst ein bisschen positionieren, sonst hänge ich gleich im Metallzaun. So, kleiner Mann, dann schmeiß deinen Motor an und los geht's. So, ah, wunderbar. Chup, 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 chup. So. So, der Anfang sieht immer gleich aus, ne? Ach, da bin ich wieder. So. Aha, jetzt ist das hier eine andere Baustelle. Naja, wahrscheinlich ist das auch irgendwie alles durch das Hochwasser zerstört oder so. Ich blicke noch nicht ganz da durch. So. Hm. Genieße einfach die Reise. Das tun wir. Wir genießen unsere Reise. So gut es geht. Manchmal drücke ich einfach zu sehr auf die Taste und dann beschwerst du dich schon. So. Gleich stranden wir, wenn ich noch ein bisschen weiter links fahre. Ich hoffe nicht. Es wird knapp. Ah, hat gepasst. So, hier liegt noch ein Boot. Aber leider ohne Besatzung. Das ist aber auch kaputt. Habe ich bisher ja Glück gehabt mit meinem Boot. Gefühlt geht es jetzt bergunter. Aber wenn ich nichts mache, fährt es auch nicht. Nee. Also, wie gesagt, wenn mal hier so eine Entspannungsreise machen möchte, schaut bitte auf Steam. Das kleine Spiel heißt The Flood. Und solltest du deinen Weg aus den Augen verlieren,
geht der Satz bestimmt gleich weiter. So, ist da Ende? Was, kann ich da noch weiterfahren? Oh. Ah, manchmal ist nicht so einfach mit der Lenkung. Also den Bootsführerschein habe ich jetzt heute hier nicht bekommen. Finde das Ziel in deinem Herzen. Das ist aber ganz schön tiefgreifend hier heute Nachmittag. Aber es ist schön. So. Oh, da ist aber jetzt kein Tunnel mehr. Und jetzt? Huh. Denn manch einer, der seinen Weg sucht. Findet dabei zu sich selbst. Ihr Lieben, das war unsere Reise in unserem kleinen Boot in dem Indie-Spiel The Flood. Ich hoffe, auch ihr könnt 5 Minuten am Tag Entspannung für euch finden und wie auch das Spiel schon sagte, folgt eurem Herzen und findet zu euch selbst. An dieser Stelle hoffe ich, ihr habt die kleine Bootsfahrt mit mir genossen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid im Studio Windtor. Und bis dahin, habt alle eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.